Hallo, hier ist wieder euer Weehawk. Ich begrüße euch zurück bei Der Ätna bricht aus, Anniversary Edition. Torgelböcher haben wir kennengelernt. Den Aluman haben wir kennengelernt. Und wir haben festgestellt, dass dieses Telefon vollkommen nutzlos ist. Vollkommen unbrauchbar. Aber nicht so unbrauchbar wie Captain Unbrauchbar. Und ich bin sicher, den werden wir hier nochmal ein bisschen benutzen können. Wer weiß, was hinter dieser Tür schon wieder lauert. Ätna? Ätna, alles in Ordnung mit dir? Musstest du erst überlegen, ob du da wirklich rein willst? Komm, verfeinern wir erstmal die Pflanze hier. Ja! Aber das macht immer noch am meisten Spaß. Ja! Was sagst du dazu, Captain Walker? In diesem Bild gießt Nützlich Boy die Blumen vorm Tiefparterre Cave. Ja, hätte ich mir denken können. Was haben wir hier? Na, sieh mal einer an! Ich glaube, du bist erstmal wichtiger. Du siehst mir verängstigt aus. Und du bist im Sitzen größer als Ätna. Oh weia. Wie groß der Typ wohl ist, wenn er sich hinstellt. Willst du? So schlimm? Was hältst du dann erstmal beim Poloschläger? Oh, da war die Reaktion moderat, würde ich sagen. Komm, ich bekritzel dich mal. Entschuldigung. Aber was hältst du von meinem Stoffhasen Harvey? Was hältst du von diesem Typ Harvey? Er ist ein wenig nervös, wenn du mich fragst. Was? Nein, komm. Ich finde den total tiefenentspannt. Jeder andere wäre längst aufgesprungen und davongerannt. Bist du sicher? Und was hältst du dann hiervon? Vielleicht bist du ja mehr der Ketchup-Typ. Ja, wusste ich's doch. Ach ja. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein Plakat. Was sagst du dazu, Captain? In diesem Bild kämpft Captain Unbrauchbar für Recht und Hausordnung. Ach, er ist wirklich ein wahrer Held. Über ein Verbot von Poloschlägern im Wäschelift steht dort nichts. Das ist ziemlich belanglos, oder? Wir hätten uns ja eh nicht dran gehalten. Wohl wahr, wohl wahr. Komm, erfinde noch ein paar eigene Regeln. Der Wäscheliftbereich ist stets sauber zu halten. Sehr gut. Was hältst du davon, Harvey? Was hältst du von diesem Aushang, Harvey? Langweilig. Da hast du völlig recht. Ja, ich glaube, es wird Zeit, dass wir mal mit dem Kontrolleur hier reden. Oder ihn benutzen! Guten Tag. Die Fahrscheine, bitte. Fahrschein? Ich sehe gar keinen Zug. Das liegt daran, dass es keinen Zug gibt. Wofür brauche ich dann den Fahrschein? Es ergibt keinen Sinn. Ganz langsam. Der Fahrschein ist natürlich für das Wäscheliftsystem. Der Wäschelift fährt einmal quer durch das ganze Haus. Er macht halt im Keller, im zweiten Stock und hier im ersten. Aha. Ich möchte bitte eine Karte lösen. Haha, guter Witz. Die Fahrscheine sind begehrte Objekte in diesem Haus. Es gibt nur eine Handvoll und du bist noch lange nicht dran. Okay. Wie bekomme ich denn dann einen Fahrschein? Das ist doch vollkommen unlogisch. Das System ist wasserdicht. Ich habe es mir selbst ausgedacht und es ist wasserdicht. Dann muss es doch eine Möglichkeit geben, eine Karte zu bekommen. Gibt es auch. Alles ist berücksichtigt. Jeder kommt dran, wenn er an der Reihe ist. Aber hier gibt es keine Reihe. Dann gehst du sie wohl besser gleich suchen, oder? Anstatt hier rumzustehen und die Reihe zu blockieren. Wer ist denn als nächstes dran? Als nächstes ist die Nummer 2 dran. Und wer ist die Nummer 2? Das fragst du sie am besten selber. Ich gebe keine Informationen über Passagiere preis. Wer hat denn alles eine Karte? Es sind viele Karten im Umlauf. Einer hat Herr Mantel. Er hat eine Dauerkarte und ist unser treuester Kunde. Das heißt, er wohnt im Wäschelift. Eine weitere Karte hat Professor Nock. Er besucht damit regelmäßig seine peruanischen Bernsteinminen. Und damit sind die peruanischen Bernsteinminen im Erdgeschoss gemeint. Die dritte Karte hat der Aluman. Allerdings spiele ich mit dem Gedanken, sie aus dem Verkehr zu ziehen. Er benutzt die Karte nicht vorschriftsmäßig. Ja, und wer hat noch alles eine Karte? Du sagtest, es sind viele Karten im Umlauf. Wieso? Das waren doch schon viele.
Dein System ist vollkommen unlogisch. Das System ist so wasserdicht wie ein Südwesser. Es kommt einfach immer der Nächste an die Reihe. Aber ich bin die Nächste. Dann kannst du mir auch dein Ticket zeigen. Können denn niemals mehr als die drei genannten Personen den Wäschelift benutzen? Ich meine, was ist zum Beispiel mit Ticket Nummer 4? Komm hier nicht mit diesem modernen Snickschnack. Wir haben hier nur die guten, alten, traditionellen Zahlen. 1, 2 und die dritte halt. Die nicht 1 oder 2 ist. Ach so, die. Ja, von der habe ich schon mal gehört. Aber du, das seid ihr ja aber schon ziemlich fortschrittlich, du. Guten Tag. Die Fahrscheine, bitte. Ja, ich habe doch keine. Aber was hat der da eigentlich für ein Problem? Was hat der nervöse Mann dort in der Ecke für ein Problem? Beachte ihn gar nicht. Ich schreie ihn schon die ganze Zeit an, dass er nicht so nervös sein soll. Aber denkst du, er hört auf mich? Ah! Wo du so eine schöne, beruhigende Stimme hast, ich verstehe das gar nicht. Vielleicht wäre der Mann weniger nervös, wenn du ihn nicht anschreien würdest. Was? Du meinst, er benimmt sich meinetwegen so bekloppt? Das ist doch... Hey du! Benimm dich gefälligst, als wäre ich nicht da! Sonst komme ich gleich rüber! Und dann hagelt's Arschgranate! Wundervoll. Guten Tag. Die Fahrscheine, bitte. So muss ich mal mit meinen Kindern reden. Wenn ihr jetzt nicht sofort euer Zimmer aufräumt, gibt's Arschgranaten hier. Das ist super, das muss ich mir merken. Weißt du, wie ich hier rauskomme? Der Ausgang befindet sich an der Stirnseite des Fahrkartenentwertungsbereichs. Nein, ich meine ganz raus. Ja, ich hab dich verstanden. Benutzt die Tür da hinten. Die Tür an der Stirnseite des Fahrkartenentwertungsbereichs. Ich meine aber noch weiter raus. Aber wenn du durch die Tür dort gehst, bist du ganz draußen. Was hinter der Tür ist, gehört nicht mehr zum Wäscheliftsystem. Richtig. Aber wenn ich noch weiter raus will. Ah, ich verstehe. Du meinst die Kantine, richtig? Ich geb's auf. Es gibt ein Leben außerhalb des Wäscheliftsystems? Gruselige Vorstellung. Ich gehe dann mal wieder. Dann mach bitte auch den Kartenkontrollbereich für andere frei. Ja, das passiert automatisch, wenn ich gehe. Aber egal. Sollen wir hier nochmal was Sachen probieren? Bitte keinen Abfall in den Wäschelift werfen. Nein, du wirst doch nicht... Warum willst du andauernd den... Sie ist schon so oft den Wasserbecher losgeworden bisher und ich darf ihn mir mühsam wiederholen. Jetzt müsste ich eigentlich wieder Safe States laden. Ich geb's auf, dann ist er halt verloren. Diese Edna. Stopp! Nicht so schnell, Freundchen. Ich muss erst den Fahrschein sehen. Warnversuch wert. Tschüss! Halt, 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 hab ich denn schon... Der Wäscheliftbereich. Der Wäscheliftbereich ist stets sauber zu halten. Ja! Sieht gleich viel schöner aus. Ja, das war interessant. Aber was haben wir denn hier? Eine wertvolle Information vielleicht? Hier steht: Löffelknappheit. Bringt eure Löffel zurück in die Kantine. Mist. Wie soll ich mir jetzt meine Löffelsammlung weiter ausbauen? Dieses Plakat ist stumm. Sag doch nicht sowas. Das klappt. So. Es will mir einfach nicht über die Lippen. Ja, weil du einfach keinen Bock hast auf Standardreaktionen. Ich verstehe dich, Edna. Und das ist ja das Wundervolle an dir. Woody, Woody, Woody. Oh, darf ich mitmachen? Klar. Woody, Woody, Woody. Woody, 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 Woody. Woody, Woody, Woody. Woody, Woody. Was machen wir hier eigentlich? Benutze Poloschläger mit Plakat. Ach so, klar. Woody, Woody!
Ich Woody wusste nicht Woody, wie es gemeint Woody war und dachte, ich biete mal was an. Woody, Woody. Danke, dass du das angeboten hast. Ah, so, Löffel Edna ist die beste Edna. Schau mal, Harvey. Auf dem Aushang steht, dass sie in der Kantine keine Löffel mehr haben. Was schaust du mich so an? Ich habe nur zwei und das sind meine. Edna zögert ein bisschen. Und endlich haben wir die Personifizierung Bug Bumbles hier. Der Bienenmann. Der war großartig. Der Bienenmann war einer der Besten. Hier ist ja schon alles verdreckt. Das macht ja gar keinen Spaß mehr. Sieh mal, Harvey. Eine unbenutzte Leinwand. Schnell, wir müssen sie verhunzen. Verhunzen! Okay. Ich würde dir doch niemals widersprechen. Oh. Ich nenne es A New Beginning. Ah, das hatte ich schon vergessen. Wundervolle Anspielung. Einfach wundervoll. Das kannte ich noch nicht. A New Beginning. Auch sehr zu empfehlen. Whispered World, also generell die klassischen Daedalic Adventures aus der Anfangszeit von Daedalic. Wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Nicht, dass das heute auch nicht zu empfehlen wäre oder so, aber wirklich gerade so Whispered World, A New Beginning, Machinarium und so. Das waren sehr, sehr tolle Adventures. Allesamt. In diesem Bild faltet Captain Unbrauchbar einen Einwegbumerang. Entschuldigung, ich wusste nicht, was ich dazu sagen sollte. Es ist einfach so schön. Wollen wir schmutzige Karikaturen zeichnen? Ach nö. Deine schmutzigen Karikaturen sehen immer aus wie Gurkenscheiben. Ja, Gurkenscheiben. Benimm dich, Harvey. Jetzt kennen wir sein geheimes Laster. Oh, wundervoll. Ach ja, übrigens, A New Beginning. Sieh mal, Harvey, eine unbenutzte Leinwand. Schnell, wir müssen sie verhunzen. Verhunzen! Aber warum nicht? Ich glaube, sie ist zu stolz auf ihre Zeichnung. Sieh mal, Harvey. Sie ist zu stolz auf ihre Zeichnung, als dass sie das einfach verhunzen würde. Stattdessen das Regal und allen hier die Freude am Malen und Basteln verhunzen. Ach, Mann. Hey, die Zickzackschere, wir rennen damit. Los, lass uns damit rennen, lass uns damit rennen, lass uns damit rennen. Ja, Mann, und jetzt rennen. Speedo Edna. Okay. Entschuldigt, da ist es kurz mit mir durchgegangen. Das passiert ab und an mal. Ich kann es nicht ändern. Seltsam. Ich kann weder den Poloschläger zerschneiden, noch kann ich die Schere K.O. schlagen. Warum nur? Ist doch klar. Die Verwüstung selbst ist unverwüstlich. Du musst es ja wissen. Wahnsinn, so hatte ich das noch nie gesehen. Aber es ist alles so klar jetzt. Seltsam. Ich kann weder den Stift zerschneiden, noch kann ich die Schere bemalen. Warum nur? Ist doch klar. Die Verwüstung selbst ist unverwüstlich. Du musst es ja wissen. Ist das immer dieselbe Antwort, Dr. Harvey? Scharfer Ketchup, stumpfe Schere. Ich wünschte andersrum, es wäre. Und jetzt bist du auch noch poetisch. Scharfer Senf und stumpfe Schere. Ich wünschte andersrum, es wäre. Wundervoll. Nein, Edna, aufhören! Du darfst Captain Unbrauchbars Abenteuer nicht zerschnipseln. Das wäre respektlos. Harvey?
Ich glaube, Respekt schreibt sich mit E. Wer benutzt schon die Texteinblendung? Das war. Das müssen komische Leute sein, die sowas machen. Oh mein Gott, der Generalschlüssel! Das war auch, wo da gab es wundervolle Reaktionen mit dem Generalschlüssel. Das will ich euch auch gleich nicht vorenthalten, aber wir reden erstmal mit den Wachsmalstiften. Ich weiß nicht, was ich damit sonst machen soll. Habt ihr morgens auch manchmal dieses wachsige Gefühl im Mund? Das ist schrecklich. Das ist einfach schrecklich. Zerschneide sie! Ich will nie wieder ein wachsiges Gefühl im Mund haben. Darauf lässt sich leider nicht rumwachsen. Ja, aber vielleicht rumschneiden. Na gut. Halt! Wie passend. Der Bienenmann malt mit Wachsstiften. Fassbar. Guck mal, Harvey. Wachsstifte. Cool. Wie viele sind es? 2. Mist. Das reicht nicht aus, um auf Riesenmonstergröße heranzuwachsen. Such weiter. Tokio wird nicht ewig darauf warten, von mir plattgetrampelt zu werden. Aber mitnehmen will ich sie nicht, ne? Moment, ich nehme sie mal mit. Man weiß ja nie, was man damit machen kann. Entschuldigung? Hüp. Die brauche ich noch. Junge Mann, wer sahen Sie denn? Hallo Bienenmann. Hallo Fremde. Nenn mich ruhig Edna. Freut mich, dich kennenzulernen, Edna. Wer ist dein kleiner Freund? Das ist Harvey. Er hilft mir, hier rauszukommen. Servus, Harvey. Nettes Outfit, Alter. Habe ich gerade die langweiligste aller Antwortmöglichkeiten ausgewählt? Es tut mir leid. Kennst du einen Weg hier raus? Der naheliegendste Weg wäre wohl eine geistige Genesung. Das passiert allerdings so gut wie nie. Vielleicht, weil die Kriterien geistiger Genesung dem Urteil des Doktors unterliegen. Und mal ehrlich, wer würde seinen eigenen Stammkunden eine Bedarfsdeckung bescheinigen? Ganz schön zynisch für jemanden, der ein Bienenkostüm trägt. Wie dem auch sei. Einige der Bekloppteren unter uns benutzen das alte Wäscheliftsystem. So gelingt es ihnen, unerlaubt die Stockwerke zu wechseln. Der Wäschelift in die Freiheit muss aber noch gebaut werden. Warum hat man dich hier eingesperrt? Du wirkst so klug und aufgeräumt. Ich habe da eine Theorie. Ich glaube, es hängt mit meiner Kleidung zusammen. Männer, die Bienenkostüme tragen, haben einen schlechten Ruf. Das ist schrecklich, diese Vorurteile. Woher glaubst du, rührt der schlechte Ruf des Bienenlooks? Ganz klar, die Medien. Männer in Bienenkostümen werden quer durch die Medien als Witzfiguren dargestellt. Und der Hauptschuldige? Kinderanimationsfilme. Zeichentrickfilmautoren führen eine regelrechte Kampagne gegen uns. Der Mexikaner aus Die Simpsons. Willy aus Biene Maya. Oder die Familie Dalton in Lucky Luke. Männer in Bienenkostümen sind die Clowns der Medien. Nicht zu vergessen, Buck Bumble aus Buck Bumble. Warum trägst du ein Bienenkostüm? Aus Solidarität mit anderen Männern in Bienenkostümen? Um die insektoide Tracht für den Weltmarkt zu öffnen? Als Realsatire? Um die Modebranche zu boykottieren? Und letztlich, um meiner Bewunderung für unsere fleißigen Honigsammler Ausdruck zu verleihen? Du hast eine Wette verloren. Ich habe eine Wette verloren. Aber Bienenmann, warum hast du denn so große Ohren? Warum hast du so große Ohren? Damit ich dich besser fressen kann. Und, wie ich fürchte, als Ventil für meine überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion. Überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion? Igitt! Ja, das ist kein Zuckerschlecken. Es sollte am besten nicht mal im selben Gespräch wie Zuckerschlecken vorkommen. Diese Überproduktion ist bei mir so eine Art allergische Reaktion auf Heißgetränke. Dabei könnte ich jetzt einen Kaffee gut brauchen. Wie war das noch mit dem Ohrenschmalz? Es handelt sich um eine Art allergische Reaktion auf Heißgetränke. Dabei könnte ich jetzt einen Kaffee gut brauchen. Das ist so tragisch.
Malst du was Bestimmtes? Ich warte noch auf Inspiration. Ein Schluck Kaffee würde mir sicher helfen. Aber ich schäme mich wegen meiner Allergie. Deswegen brauchst du dich doch nicht zu schämen. Meine Allergie führt zu gesteigerter Ohrenschmalzproduktion. Oh. Ich mach dann mal eine Fliege. Nur zu. Jetzt machst du eine Biege, Fliege. So, und zu guter Letzt für heute, als letzte Tat, der Generalschlüssel. Ui, das gefällt mir tatsächlich. Ja, mir auch, kleiner Kumpel. Lass es uns mitnehmen. Ach, Harvey, dann wäre es ruiniert. Ich warne dich. Der Spieler wird dafür kein Verständnis haben. Wenn der hier alles versteht, ist ihm ohnehin nicht mehr zu helfen. Was soll das denn heißen? Also entschuldige mal. Nein, das soll heil und sauber bleiben. Und was sagt Captain Unbrauchbar dazu? Captain Unbrauchbar hat die Fähigkeit, mysteriöse Muster auf den Rand seines Sudoku-Heftes zu zeichnen. Das ist beeindruckend. Nein, das soll... Gut, okay. Nimm ihn mit, Edna, nimm ihn mit. Es ist verlockend, aber genau das macht das Kunstwerk aus. Je mehr ich mich darüber ärgere, dass ich diese Kunst zu sehr zu schätzen weiß, als dass ich den Schlüssel entwenden würde, desto genialer wird das Werk. Und desto weniger kann ich den Schlüssel nehmen. Und umso mehr ärgere ich mich. Nur weil ich hier stehe und mich darüber ärgere, bin ich bereits Teil des Kunstwerks. Es wäre auch zu einfach, ich sehe es ja ein. Ein wenig schade ist es trotzdem. Aber gut, Leute, ja. Wir haben wieder sehr interessante Menschen kennengelernt und ich bin schon wirklich gespannt, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Werden wir es rausfinden? Mit Sicherheit, und zwar im nächsten Part von Edna bricht aus, Anniversary Edition.